Ich muss erst mit der richtigen Farbe den anleuchten hier. Wie mit der richtigen Farbe anleuchten? Ne, ich habe da einen Schädel ausgebuddelt. Die Schädel haben Farben, oder den Schädel, der Schädel kann die Farbe wechseln, so rum. Irgendwie ist meine Steuerung schon wieder total durcheinander. Doch, es gab irgendeine Taste, mit der du jetzt in die Karte reinzoomen konntest. Aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich habe gedacht, Mausradklick. Alter. Fast tot hier. Gib den Schädel. Aber sind wir jetzt Stufe 2 geworden? Nee. Gar nichts gebracht hier. Komischerweise den Typen noch vorhin besiegen. Diesmal die Droge an Bord, vielleicht. Ist das was. Boah, die anderen sind alle da vorne. Ich glaube, da muss das Schiff umparken. Ja, dann. Aber ich fahre nicht in die Bucht rein. Ich fahre einmal rundrum komplett, würde ich sagen. Ja, genau. Da die Vorderkante da. Hier, wo bei E die zwei da markiert sind an dem Strand. Ich glaube, das ist das Beste. Ja, genau. Da. Das war der Plan. Da alles hinzukern. Aber so richtig viel hat die Seefahrt jetzt nicht gebracht hier, ne? Ja, sag doch, typisch Athena. Oh, hier ist noch ein. Links. Die Athena-Seefahrten, echt, das ist das Schwächste, also wirklich Schwächste und Schlechteste hier in dem Game. Mhm. Ja, die haben es halt mit Absicht so gemacht, dass du ewig brauchst, um sowas zu absolvieren, aber das ist halt. Es ist halt saunervig. Hier, ich habe nochmal 48 Kanonenkugeln gefunden. Das ist schlecht. Die würde ich mal mitnehmen. Ich hab noch so eine königliche irgendwas Droge gefunden. Mhm. Die sind wertvoll. Das ist richtig schön. Obwohl ich die protestlich finde. Das ist. Die Disney-Schatztruhen hier. Oh, warte mal kurz. Was ist da hier? Das müsste ja direkt hier sein. Also wir haben jetzt hier 150 Kanonenkugeln in der Kiste. Hier ist dieser Bogen. Der da. Ich hau hier gleich voll rum, wenn ich nicht. Hier vorne kannst du anlegen, wo ich jetzt gerade bin. Ja, ja, ich komme gleich rüber. Ich habe hier nur. Hier ist auch eine geile Dingsbumskiste gefunden. Ich habe hier noch einen Stab und eine Lagerkiste gefunden. Ja, ich auch. Also nicht einen Stab, aber eine Lagerkiste habe ich hier auch noch. Warte mal, lass mal gucken. Das ist das Gekräusele von das. Da hier irgendwie. Sind übrigens nochmal 20 Kanonenkugeln drin. Also jetzt haben wir mittlerweile locker eine Chance gegen eine NPC-Galeone. Ja, was soll der Scheiß hier sein? Warte mal, ich muss mal kurz in die Einstellung gucken, wo das ist.
Tastatur, Maus. Bla, angebunden, Waffe 1, Steffen. Missionsbuch, Karte, Karte rein und raus, ein Bindestrich. Ist das Standard-Bindestrich? Weiß ich nicht mehr, glaube ich nicht. Das sagt mir jetzt auch nicht mehr, wo das sein soll, also. Würde ich eher behaupten, das wäre hier, oder? Hier an der Seite. Bin vielleicht ein bisschen auf die Insel drauf gefahren. Ah, ich sehe es. Aber irgendwo da, wo du gerade stehst, müsste eigentlich schon die Schatztruhe sein. Mhm. Irgendwie gewundert. Ist das der Felsen? Dann geht es hier so vor. Ich glaube, ich mache die erst noch mal die andere, die hier weiter innen liegt. Was, wie? Zoom mal ran mit Minus, sagst du. Ja. Was hast du denn so eingestellt, ne? Denke ich mal, ja. Halt mir keine reguläre Tastenkombi nicht zu sein. Irgendwo hier. Also zoomen ist es auf jeden Fall nicht. Ah, F. Ist es standardmäßig. Direkt dran. Ja, also das, die Kiste hier vorne ist komisch. Eine habe ich. Ja, aber das bringt auch was für Dings, ne? Ja, aber was gräbst du jetzt gerade aus? Dass so eine Kiste wieder auch ausgegraben hast. Du musst ja wieder 50 von den Kisten ausgraben, um da mal ein bisschen vorwärts zu kommen bei Athenas Segen. Hast du die andere auch gefunden? Mhm. Was ist das hier noch für eine Kiste? Lagerkiste. Oh, und das ja, ist drin. Warte mal, ich geh noch mal kurz rum. Hast du schon. Ah ja, wir haben alles. Ja. Sehr gut. Zum Schiff. Was ist da vorne noch? Habe ich da einen umgelegt oder? Ich meine, die sind ja nicht gerade unwertvoll. Weiß ich nicht. Ich würde jetzt auch mal verkaufen fahren, dann gucken wir einfach mal. Der Schädel war auch schon Athenas Segen? Ja. Was heißt, du kriegst nur einen Schädel? Ja, ein Schädel des Schicksals, ja. Das war das. Nee, aber da geht's doch weiter irgendwie, oder? Das guckt doch in die Quest, das ist alles erledigt. Ja,
Scheiße, der. Ich sage, es war ein schnelles Quest. War ganz fix. Dann lass uns halt. Wir können auch von mir aus. Also entweder nach Morrow's Peak, wo wir herkamen, oder wir fahren nach Ancient Spire runter. Keine Ahnung. Wir könnten auch die Festung da noch mitnehmen, wenn wir in Richtung Ancient Spire fahren. Das wäre natürlich eine Sache. Dass wir von hier aus nochmal Richtung Südwesten fahren. Na, vielleicht machen wir uns gleich nochmal ein Loch rein. Nein, hat gepasst. Da haben wir jetzt aber ordentlich Kisten hier. Jetzt hier eigentlich so. Aber wir haben halt echt noch nicht viel Fortschritt gemacht bei Athenis Segen, ne? Ja, was willst du da machen? Es ist halt. Ja, aber es ist halt auch schon wieder 11:45, also es lohnt sich ja nicht mehr, noch eine andere Seefahrt von Athenis Segen anzunehmen. Ist halt einfach irgendwie, keine Ahnung. Kannst du jetzt hier noch die Festung machen? Dann war hier irgendwo noch ein Frack auf dem Weg da zurück oder auf dem Weg hinwärts hier zu irgendeinem Entladepunkt und fertig. Mhm. Bist du nicht, ehrlich gesagt. Da musst du ja eine von den großen Seefahrten machen. Ja, ich habe gesehen, es gibt noch eine mit 3 so Uhren. Vielleicht muss man mal so eine machen. Also die mit den 5, da musst du ja wahrscheinlich wirklich 2-3 Stunden Zeit haben. Ja. Na, welche war denn das immer, wo wir dann zum Schluss diesen, das ist Athenas Segen, wo du dann zum Schluss in diesem Wirbel bist mit den Festungen? Ja. Das ist genau so ein Athenas Segen-Ding. Ja, aber das ist, glaube ich, eine mit 5 Uhren. Okay. Weil du ja vorher noch einige Quests erfüllen musst, bevor du überhaupt da hinkommst. Wir müssen rechts anlegen, oder? Ne, geradezu ist es, oder? Ne, ich sehe die. Warte mal. Ja, geradezu direkt. Und direkt drauf. Da müssten diese Kräne sein, da. Bisschen Segel raus. Viel sicher geschossen. Ja, auf jeden Fall. Ach komm. Bist du schon mal eingerastet jetzt? Das ist doch wohl ein Witz. Lass den blöden Deckel offen. Kann es sein, dass wir bei dem Meeresfrohr nicht so oft sind? Kann sein, hier. Bei dem hier doch, da waren wir auch schon öfter. Ja, aber wenn das, diese Meeresfrohrs zu machen, wenn das, was für Athenas Segen ist, also wenn es da Seefahrten von Athenas Segen dafür gibt. Ich hab den Lagerraumschlüssel gefunden. Sehr gut.
Vielleicht bringt uns das ja ordentlich Fortschritt, wenn wir das hier abschließen. Das könnte euch auch sein. Müssen wir mal gucken, noch mal drauf achten. Oben ist ein Fass platziert. Naja, ich seh's. Lass ich gleich mal drauf fahren. Ich weiß nicht, vielleicht nicht so günstig. Wo spawnen die denn hier schon wieder? Sind die bei dir? Ne, da ist einer. Nö. Hallo, lass mich doch mal in Ruhe. Das ist ein Schädel vor hier übrigens. Das sind lauter Schädel hier oben. Haben das nicht neulich schon mal, dass nur Schädel da drin waren? Naja. Was denn manchmal, weil die jetzt irgendwie so komisch aufgetaucht sind. Hinter dir. Ich hätte gedacht. Ist alles schon leer. Die Kanonenkugelfässer auch? Nee, ich habe jetzt erstmal hier nach den Schätzen geguckt. Aber Kanonenkugelfässer sind voll. Okay, da könnte man dann noch eine Gallione wegmachen. Wenn wir eine finden. Schießt du dort drin rum? Ja. Bei dir gespawnt? Nö. Ja, wo sind die denn schon wieder? Weg. Hier oben auf dem Dach sind sie. Vorsicht mit dem Fass. Jetzt. Ja, und du musst noch einer sein hier. Hey, das hat mir auch gerade was für Athens Segen gesehen, oder? Nee. Wenn ich Q drücke, sehe ich unten einfach den Fortschritt. Und bei mir hat er jetzt nichts gemacht. Okay, das hat die doch alle erwischt hier. Ja. Hat er sich nochmal schnell teleportiert. Ja, hast du? Das hat aber Fortschritt gebracht. Nö, ich hab hier nicht. Oh, und zwar ordentlich, hast du gesehen, wir haben das Level voll gemacht jetzt. Nicht schlecht. Willst du schon mal anfangen mit Looten und ich hole die Lagerkiste? Ja. Warum ist unser Schiff so weit abgetrieben hier? Alter, hier sind 5 Schädel allein an dem Thron. Da ist wieder sowas. Aber das letzte Mal auch schon, dass das hier alles so schädelig war. Hallo, bleib doch mal stehen, Schiff. Nehmen wir eine leere Lagerkiste und geht's mal durch. Mhm. 5 auf dem Thron und 2 noch daneben. Also insgesamt 7 Stück hier. 7 Stück Schädel. Absolute Seelenorden. Oder das ist jetzt je nachdem, für was du fährst. Ja, wir fahren ja nicht mehr für den Seelenorden. Ja, eigentlich hätte er jetzt Athenas Segenzeug machen müssen.
Okay, an Essen mangelt es uns nicht mehr. Du hast halt nichts anderes, du hast nur Schädel. Echt schade, dass es jetzt hier nur Schädel gibt. Aber das bringt uns doch trotzdem bei Athens Segen weiter, oder? Weiß ich, die Schädel. Was die wirklich braucht. Da gibt es so eine Truhe und so weiter, aber. Nicht. Was habe ich gesagt, Athens Segen? Ich meine. Seelenorden meinst du? Seelenorden, ja. Das sage ich ja immer. Ich finde diese Athenas Segen-Mission irgendwie für den Arsch. Weil du. Ja gut, aber wir haben jetzt hier mit dem Vor, haben wir ein Level gemacht. Ja, aber du machst halt ständig irgendwie Loot. Hast du oder brauchst du oder nimmst du. Ja, brauchst eigentlich ständig Loot irgendwie, aber kriegst ständig, also du brauchst ein spezielles Loot für Athenas Segen, aber kriegst ständig für die anderen Fraktionen. Mhm. Okay, ich habe jetzt schon mal 100 Kanonenkugeln eingesammelt. Jetzt bin ich noch ganz hoch. Hast du alles? Mhm. Oh, keine Geisterschaluppe oder irgendwas hier umher. Wir müssen immer wieder was braten. Was ist denn jetzt der nächste Abgabeort? Ancient Spire müsste es sein. Im Norden oder? Ne, Süden. Ich stehe immer noch eine Lagerkiste aufs Bett. Mhm. 150 Kanonenkugeln und übelst viel Fressen und 40 Bretter. Und dann brutzle ich mal ein bisschen. Wohin fährst denn du? Süden. Du drehst noch. Ja. Hä? Du drehst noch nach Süden. Ja. Okay. Das sah nämlich gerade erstmal nicht so südlich aus. Naja, hier ist ein Riesenfelsen. Hier sind überall Riesenfelsen. Gib mir doch mein Inventar, Junge.
Was hattest du mit der Lagerkiste gemacht, die du vorher noch gefunden hattest? Da habe ich einen Schrank gestellt. Die habe aber mitgenommen. Aber wo? Ach so, die habe ich unten hinter. Ist da was drin? Ist vor den Bug gehst, ja. Da ist die. Naja, da ist aber nicht so viel drin. Das würde ich tatsächlich in die oben laden. Wir haben ja jetzt hier unten eine mit 150 Kanonenkugeln und 40 Brettern. Als Backup. Kann ich die da oben draufstellen? Dann haben wir wieder eine leere Lagerkiste. Jetzt hier für Getapse gehört. Ich bin gelaufen, oder was meinst du? Ja, aber doch nicht im Wasser. Doch, wir haben unten Wasser im Bug. Immer noch. Ah ne, jetzt weg. Alter, jetzt ist aber hier mal schönes Wetter und super Sicht. Na, für 5 Minuten. Ja, wir können da noch ein Stückchen nach rechts fahren. Wie ein Stückchen nach rechts? Oh. Wegen irgendeinem Viech. Den Megaludon. Naja, bis der gespawnt ist, sind wir schon wieder bei der Insel. Ja, das ist halt einfach. Das ist ein Quatsch. Außer wir stellen uns jetzt hier stationär. Ja, genau. Anker raus und knallen ihn ab. Ich glaube, wenn du den mittlerweile machen willst, musst du es genauso machen. Fährst irgendwo hin, Anker raus und dann. Ah ne, musst dich ja frei drehen können. Ja, kurz Anker raus wenigstens. Ja. Abbremsen, Segel hoch. Okay, wieder einziehen, damit du dich drehen kannst und dann war's das. Ja, genau. Diesmal kracht's nicht. Diesmal wird das Boot nur. Oh, sorry. Glaube ich, habe alles. Ah, nee. Jetzt habe ich alles. 3000 hat die Kiste gebracht. Eine Kiste, ja? Wow, was ist denn da für ein Schädel drin hier in der Dingsbumskiste? Ja, 3000. Eine. Ne, den habe ich da reingetan. Das ist der Schädel von dem Aschelord. Okay. 3000 pro Kiste, das ist ja schon heftig. Und wo würde man dann was bekommen da? Beim Goldhorder hier, beim. Ja, beim Goldhäuter.